Wir alle brauchen gute Texte für unseren Blog, für Social Media, für unsere Websites, für Werbeanzeigen, für SEO und so weiter und so fort. Das Ganze ist natürlich sehr zeitaufwendig und Abhilfe verspricht hier Texter.ai. Texter.ai behauptet, dass es mit wenigen Klicks komplette Blogtexte erstellen kann, sei es fürs Marketing, sei es für die SEO-Arbeit oder für Content Creators, und stellt uns dafür verschiedenste Tools zur Verfügung, um entsprechende Textbausteine zu erstellen. Ich habe in meinem Blog bereits verschiedene getestet, sei es Niches oder Writer oder meines Erachtens auch die direkte Konkurrenz AI SEO. Sollte das für euch interessant sein, schaut euch auch das an. Heute geht es aber um Texter. Kann es halten, was es uns verspricht und wie gut sind die Ergebnisse? Ich habe mich hier in Texter.ai angemeldet und wir sehen, dass wir eine ganze Reihe an Tools zur Verfügung haben. Ein Hinweis an dieser Stelle, ihr könnt Texter.ai über den Link unter dieser E-Mail kostenlos testen und auch für eure Nische schauen, wie die Ergebnisse sind. Außerdem gibt es hier zurzeit einen aktiven Deal für 70 Euro, ein Lifetime-Angebot. In diesem Deal bekommen wir unlimitierte Credits, aber aufgepasst, das heißt nicht, wir können endlos pro Monat Inhalte erstellen, denn pro Monat sind die Credits auf 1000 reduziert. Das reicht aber für eine ganze Menge, denn hier können wir eine ganze Reihe Artikel und Werbematerialien erstellen. Und das Schöne ist, der ganze Spaß ist eben auch in Deutsch verfügbar. Mein Partnerlink zu diesem Deal packe ich auch wieder zum Video. Okay, hier sind wir also in der Oberfläche. Wir sehen hier an der Seite, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, Inhalte zu erstellen. Über Tutorials sehen wir ein paar kurze Anleitungen, aber hier gibt es gar nicht so viel zu erklären. Letzten Endes trägt man nur ein, was man machen möchte. Ein Titel, einen kurzen Brief, ein paar Keywords und los geht's. Bevor wir das machen, zeige ich noch ein paar Varianten. Wir können hier uns Blog-Ideen entwickeln lassen. Wir können Blog-Titel erstellen lassen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir möchten beispielsweise eine Review über Texter AI schreiben. Dann müssen wir unsere Sprache auswählen. Und gehen auf Create. Und hier sehen wir, dass die ersten beiden nicht so richtig dolle übersetzt sind. Was noch schlimmer ist, die beste Text-to-Speech-App für die Google-Suche oder die, das macht nicht wirklich Sinn. Interessant ist vielleicht das Letzte. Schreibt das Texter-AI-Schreibprogramm gute oder schlechte Blogs? Der Titel ist doch ganz interessant und den nehmen wir jetzt einfach mal hier als Titel. Auf gleiche Weise können wir hier Social Ads erstellen, Produktbeschreibung, Facebook-Anzeigen, Google-Headlines, LinkedIn-Ads. Wir haben hier Tools für Startups, Slogan-Generator, Namengenerator, also ein paar interessante Dinge. Uns interessiert jetzt aber vor allem der Longform-Editor, denn das ist das, was Texter.ai von den anderen Schreibprogrammen unterscheidet. Nach der Werbung können wir mit einem Klick einen kompletten Blogbeitrag erstellen. Wir wählen hier Standard aus, denn eins kann ich sagen, ich habe die anderen mal ausprobiert, hier gibt es meist einen Fehler zurzeit noch, also bleibe ich in der Standardeinstellung. Und dann machen wir Review Texter AI. Und gehen auf Create Outline. Und hier bekommen wir eine Outline von Texter vorgefertigt. Eine Einführung, wie gut ist Texter AI, was macht Texter AI, was schreibt das Texter AI Schreibprogramm, wie funktioniert das, lohnt sich das für ein KI Schreibprogramm von Texter, lohnt es sich zu kaufen. Das macht alles Sinn, wir kürzen das aber mal ein bisschen ein. Und da haben wir unsere Outline fertig, wunderbar. Und alles, was wir jetzt machen müssen, ist nur noch auf Create Text zu klicken. Und da haben wir es. Lohnt sich das KI-Schreibprogramm von Texter zu kaufen? Im Juli schrieb ich einen Gastbeitrag für einen Blog, der nicht wirklich irgendeine Art von KI macht, aber einige Analysen und Stimmungsanalysen macht. Darin verglich ich meine eigene Nutzung des Programms mit der eines professionellen Autors und blieb von den Qualitätsunterschieden unbeeindruckt. Womit vergleiche ich also? Die Antwort ist, keine Ahnung. Es ist weder ein Beispiel für gute KI noch ein Beispiel für schlechte. Es ist ein Beispiel für mein Konzept von KI-Schreibsoftware. Das Ganze liest sich also gar nicht mal so übel. Wie gut ist Texter? Beginnen wir mit der Beantwortung der Frage. Ist das Texter-AI-Schreibprogramm gut? Ja, so ist es. Wir hoffen, Sie stimmen zu, dass es ein nützliches Werkzeug ist, das Autoren in ihrer Werkzeugkiste haben sollten, insbesondere wenn es darum geht, Blogs und andere Formen von Inhalten zu schreiben und viele Fähigkeiten und Erfahrungen erfordern.
Um fair zu sein, KI ist auch nicht perfekt. Es braucht etwas Übung und so weiter und so fort. Also das liest sich durchaus alles sehr vernünftig. Kann man das 1:1 nehmen? Möglicherweise nicht. Hier wird man nochmal drüber lesen müssen. Vor allem haben alle diese Tools Probleme mit Du und Sie. Standardmäßig wird in Sie geschrieben. Mein Blog ist leider standardmäßig in der Du-Form. Ich muss die Texte also noch einmal immer querlesen und dann das Sie in Du verwandeln. Abgesehen davon ist das Ergebnis aber gar nicht so übel und durchaus eine Möglichkeit, schnell einen ersten Text zu schreiben. Was hat uns jetzt der Spaß gekostet? Wir haben 3 Absätze erstellt, also zu jeder Überschrift wird immer ein kompletter Textblock erstellt. Der kann unterschiedlich lang sein. Für einen Textblock, also für eine Überschrift mit Block, wird immer ein Credit aufgebraucht. Hier sehen wir haben jetzt hier an dieser Stelle 3 Credits verbraucht. Nun, wir haben 1000 zur Verfügung und wir sollten nicht vergessen, dass wir jetzt hier eine ganze Reihe Content haben. Ich kopiere das einfach mal rüber in Pages, um zu sehen. Wir haben hier 696 Wörter in vielleicht einer Minute erstellt. Jetzt müssen wir den ganzen Spaß nochmal durchlesen. Das heißt aber, in 5 bis 10 Minuten haben wir dann hier einen Beitrag fertig. Und das ist durchaus eine gewaltige Hilfe. Was muss man beachten? Bei allgemeinen Themen funktioniert die Software extrem gut. Bei ganz speziellen Themen, technischen Anleitungen und solchen Dingen, ist dies natürlich nicht mehr ganz so optimal, da die KI natürlich keine Anleitung etc. schreiben kann. Aber für allgemeine Texte oder für ein Rolling eines Textes, den wir dann entsprechend mit unseren Inhalten ergänzen, bringt uns Texte.ai durchaus große Vorteile. Eine Konkurrenz zu Texte.ai ist meines Erachtens das Tool AI SEO. Auch dieses habe ich gekauft und wenn dich dazu die Review interessiert, dann schau meinen Blog oder YouTube-Channel vorbei. Und wie immer gilt, abonniere nicht vergessen und Glocke drücken, damit du keine weiteren Reviews verpasst. Bis dahin, ciao, der Marco.